Einwurf, Umayrat. Umayrat geht, schöner Pass auf Umayrat. Umayrat schießt, Tor, Tor, Tor für Umayrat. Umayrat ist der Mann des Spiels. Also der Umayrat und der Umayrat und der Umayrat. Moment, hier beim SV Hertha Recklinghausen gibt es ja nur Umayrats. Erklärungsversuche von Trainer Umayrat. Ich habe zwei Söhne, die hier spielen, ich habe vier Brüder, die hier spielen und den Rest bin ich der Onkel von alle. Hier Umayrat. Und was wünscht sich Trainer Umayrat fürs Spiel? Ich wünsche mir, dass der Umayrat ein Tor macht. Eine besondere Mannschaft auch für den Schiedsrichter. Denn egal was passiert, immer ist es ein Umayrat. Nein, ich spreche die Spieler nicht mit Nachnamen an, ich spreche sie heute wahrscheinlich mit der Rückennummer an. Da haben wir auf jeden Fall die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Und das ist die Mannschaftsaufstellung. Im Tor Umayrat, in der Abwehr Umayrat, im Mittelfeld, im Sturm, überall Umayrats. Und das kommt so. Alle Umayrats, die hier spielen, gehören zu einer Familie und kommen ursprünglich aus dem Libanon. Eigentlich wird der Nachname Umayrat unterschiedlich geschrieben. Aber für die Trikots haben sich die Umayrats eben für Umayrat entschieden. Da müssen selbst die Spieler aufpassen. Verwechslungsgefahr. Wir rufen immer noch Ahmed, Mohammed und so. Und Hassan, komm mal zurück oder so. Wir reden ja nicht hier im Umayrat. Weil das würde uns selbst verwirren, wenn wir dann anfangen, mit dem Nachnamen zu rufen. Die Zuschauer hier heißen übrigens meistens, ja, genau, Umayrat. Und die Umayrats wollen ihren Namen noch auf ganz anderen Trikots sehen. In der Bundesliga sehen sie bestimmt unsere Kinder oder unsere Neffen. Die sehen sie bestimmt noch bald in der Bundesliga.